Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werden wir uns nun mit den Stamm- und Bewegungsdaten im Bereich Einkauf und Beschaffung in S/4HANA beschäftigen. Ich werde Ihnen insbesondere die wichtigsten Stammdaten zeigen. In diesen Stammdaten werde ich insbesondere auf die für den Einkauf und die Beschaffung wichtigen Datenfelder eingehen. Anschließend werden wir uns auch noch eine Reihe von Bewegungsdaten kurz ansehen, das als Einstieg, mit dem Sie später die Fallstudie im System bearbeiten können. Lassen Sie uns also starten. Ich steige diesmal allerdings nicht mit einer Folie ein, sondern direkt im SAP S/4HANA-System. Was Sie hier in meinem Bildschirm sehen, ist eine Bestellung. Und in der Bestellung erkennen Sie somit schon alle Stammdaten oder fast alle, die ich gleich erläutern werde. Das ist zum einen der Lieferant, von dem wir die Materialien beziehen. Das ist zum anderen ganz wichtig das Material, das Stammdatum, das wir in fast jedem der Prozesse wiederfinden werden. Und es sind außerdem die Konditionen. Stammdaten, die wir hier nicht sehen, sind die Stammdaten, die aus dem Bereich der Bezugsquellenfindung resultieren, zum Beispiel den Einkaufsinfosatz, den wir uns aber auch noch ansehen. Also starten wir zunächst mit dem Lieferanten. Wie ich Ihnen schon im Video zum Vertrieb erklärt habe, werden alle Geschäftspartner, mit dem ein Unternehmen interagiert, in SAP S/4HANA als Geschäftspartner abgebildet. Das trifft natürlich auch für die Lieferanten zu. Die Lieferanten haben im Gegensatz zu einem Kunden, der die Rollen Debitor und Kunde hat, die Rollen Kreditor und Lieferant. Ich habe hier jetzt zum Beispiel mal Olympic Protective Gear geöffnet. Das ist einer der Lieferanten unseres Unternehmens Global Bike. Natürlich, auch das hatte ich Ihnen im Video zum Vertrieb schon erläutert, kann ein Geschäftspartner in unterschiedlichen Prozessen unterschiedliche Rollen einnehmen. Olympic Protective Gear konnte im Rahmen eines Vertriebsprozesses zum Beispiel auch als Kunde auftreten. Hier in unserem System sind aber die meisten Lieferanten rein als Lieferanten. Welche Daten enthält Geschäftspartner in der Rolle Lieferant? Das sind natürlich wie immer die allgemeinen Daten zu einem Geschäftspartner. Ja, hier sehen wir allgemeine Informationen wie den Titel, den Namen und den Suchbegriff und so weiter. Aus Sicht des Einkaufs und der Beschaffung sind dann noch die Daten relevant, die in den Rollen Lieferant und Kreditor erfasst werden können. Schauen wir uns die Rolle Lieferant an. Dort sind insbesondere die Informationen im Bereich Einkaufsorganisation relevant. Ja, wir sehen, dass dieser Lieferant hier, Olympic Protective Gear, für eine Einkaufsorganisation gepflegt ist, nämlich für die Einkaufsorganisation US00. Und wie immer können wir jetzt auch die Daten uns ansehen im Detail, die auf der Ebene der Einkaufsorganisation gepflegt sind. Da finden wir solche Informationen wie zum Beispiel die Zahlungsbedingungen oder Ansprechpartner, der für uns zuständige Vertriebsbeauftragte und so weiter. Außerdem sind aus Sicht der Einkauf und der Beschaffung noch die Daten im Bereich Buchungskreis relevant. Hier sehen wir wieder, dass dieser Lieferant für den Buchungskreis US00 gepflegt ist. Und auf Ebene des Buchungskreises finden wir zum Beispiel Informationen wieder wie das Abstimmkonto. Für zum Geschäftspartner schauen wir uns als nächstes das Stammdatum Produkt an. Dazu verwenden wir die App Produktstammdaten verwalten und als erstes suchen wir nach einer Handelsware. Das Material, das wir verwenden werden, ist das Chainlock 1000, das Kettenschloss, das Sie auch im Rahmen der Fallstudie selbst anlegen werden. Wir haben schon gesehen, dass das Stammdatum Produkt ein sehr komplexes Stammdatum ist. Ich öffne hier nochmal die Übersicht über alle möglichen Bereiche, ja, und Sie sehen schon, da gibt es sehr viele Datenbereiche. Für den Einkauf und die Beschaffung sind neben den Grunddaten, ja, die wir hier sehen, insbesondere auch die Daten in den Bereichen Einkauf und Werksebene und des Bewertungskreises relevant. Was sehen wir hier in den allgemeinen Daten? In den allgemeinen Daten sehen wir zum Beispiel, dass eine Beschreibung für dieses Produkt auf Deutsch und auf Englisch hinterlegt ist. Auf Deutsch ist das Produkt als Kettenschloss bezeichnet, auf Englisch als Chainlock. Das ist eigentlich eine schöne Stelle, um Ihnen nochmal vor Augen zu führen, wie das mit Mehrsprachlichkeiten in ERP-Systemen und insbesondere auch in dem SAP S/4HANA-System aussieht. Ich gehe nochmal zurück auf die Suche. Wir sehen hier, ich bin in der Sprache Deutsch angemeldet, ja, die App verwendet, den Produktstammdaten verwalten,
deutschen Text. Auch hier sind überall deutsche Texte und entsprechend wird mir hier die deutsche Beschreibung angezeigt. Wenn ich jetzt einmal meine Einstellungen ändere und auf Englisch wechsle, dann sehen wir, ja, das Fiori Launchpad startet neu. Jetzt ist alles auf Englisch dargestellt. Wenn ich jetzt nach diesem gleichen Produkt suche, dann sehen Sie, dass der Anwender, in dem Fall ich, jetzt die englische Beschreibung enthält. Ja, also das ist genau die Mehrsprachlichkeit. Auf Ebene der Produktstammdaten haben wir gepflegt, dass das Produkt einen deutschen und einen englischen Text hat und abhängig von der Anmeldesprache wird eben der entsprechende Text verwendet. Diese Mehrsprachlichkeit wird noch an einer anderen Stelle verwendet, wenn wir zum Beispiel Nachrichten auf Papier oder elektronisch als PDF an unseren Lieferanten schicken würden, dann würde abhängig von der Sprache auch ein entsprechendes Formular verwendet, ja, ein deutsches oder ein englischsprachiges, und dort würden dann natürlich auch die deutschen oder englischsprachigen Texte aus dem Produkt verwendet. Ich wechsle jetzt wieder zurück auf deutsche Sprache. Ich habe jetzt wieder zurückgewechselt auf die deutsche Sprache und wir schauen uns weitere Details zum Stammdatum Produkt in der deutschen Sprache an. Außer den allgemeinen Daten sind für den Einkauf und die Beschaffung insbesondere Daten relevant, die auf der Werksebene gepflegt werden. Gehen wir hier also auf die Ebene der Werke und wir sehen dann, dass dieses Stammdatum Kettenschloss nur für das Werk in Miami gepflegt ist. Wenn wir uns jetzt die Daten zum Werk in Miami anschauen, dann ist für die Beschaffung hier insbesondere der Bereich Einkauf und der Dispositionsdaten relevant. Was sehen wir im Bereich Einkauf? Im Bereich Einkauf sehen wir zum Beispiel, welche Einkäufergruppe zum Einkauf dieses Materials zuständig ist. Und wir sehen eine Reihe von Steuerkennzeichen, die Auswirkungen auf den Prozess haben. Auf diese Steuerkennzeichen werden wir aber nicht weiter eingehen. Außerdem gibt es den großen Bereich der Dispositionsdaten. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Datenfeldern, die ich Ihnen jetzt zumindest teilweise erläutern werde. Ja, zum einen sehen wir in diesem Bereich Dispositionsdaten, welches Dispositionsmerkmal für das Material hinterlegt ist. Das Dispositionsmerkmal ist dafür zuständig, zu steuern, wie das Material in der Materialbedarfsplanung bearbeitet wird. Es gibt in SAP S/4HANA eine Reihe von unterschiedlichen Dispositionsmerkmalen, um zeigen zu können, welche unterschiedlichen Dispositionsmerkmale es gibt, habe ich jetzt das Material zum Bearbeiten geöffnet. Ja, und dann können wir uns hier ansehen, welche Dispositionsmerkmale es gibt. Sie sehen, es gibt hier eine relativ lange Liste. Wir werden jetzt nicht auf die einzelnen Dispositionsmerkmale eingehen, sondern ich würde Ihnen einfach nur erläutern, dass es drei große Blöcke gibt. Ja, das ist zum einen die Leitteileplanung. Man kann Produkte als Leitteile markieren. Die werden dann in der Materialbedarfsplanung gesondert behandelt. Bei Leitteilen handelt es sich um Teile, die eben von hoher Wichtigkeit sind, zum Beispiel in der Produktion. Die plangesteuerte Disposition, das ist das Dispositionsmerkmal, das in unserem Produkt hier ausgewählt ist, das sorgt dafür, dass im Rahmen der Materialbedarfsplanung nur die exakten Mengen aus der Bedarfsplanung verwendet werden. Und außerdem gibt es dann noch Dispositionsmerkmale, verschiedene, die dafür sorgen, dass eine verbrauchsgesteuerte Disposition durchgeführt wird. Die verbrauchsgesteuerte Disposition sorgt eben dafür, dass auf Basis von historischen Verbräuchen das SAP-System versucht vorherzusagen, welche Verbräuche in Zukunft auftreten werden und entsprechend die Materialien zu beschaffen. Wir sehen außerdem hier im Rahmen der Disposition noch den Punkt der Verfügbarkeitsprüfung und sehen hier, dass für dieses Material Einzelbedarfe in der Verfügbarkeitsprüfung verwendet werden. Andere Felder, wie zum Beispiel Strategiegruppe oder Planungszyklus, sind leer. Ja, die brauchen wir nicht, weil sich hier bei dem Material um ein fremdbeschafftes Material handelt. Das ist auch eine Information, die wir in den Dispositionsdaten wiederfinden. Als nächstes schauen wir uns Losgrößendaten an. Dabei geht es darum, in welcher Losgröße ein Material beschafft wird. Wir sehen hier, dass dieses Material das Losgrößenverfahren der exakten Losgrößenberechnung verwendet wird. Also es wird immer der exakte Bedarf beschafft oder produziert. Auch hier gibt es unterschiedliche Verfahren. Neben einer exakten Losgröße könnte man auch immer eine feste Losgröße verwenden oder zum Beispiel auffüllen bis zu einem Maximalstand von einem Material. Im Bereich Beschaffung der Dispositionsdaten ist festgelegt,
wie das Material beschafft wird. Wir erkennen hier, dass sich bei dem Material das Beschaffungstyp Fremdbeschaffung handelt. Das heißt, das ist ein Material, das von Lieferanten bezogen wird. Und wir haben eine Planlieferzeit von 6 Tagen geplant. Ja, also wir gehen davon aus, dass innerhalb von 6 Tagen dieses Material von dem Lieferanten beschafft werden kann. Und insbesondere bei allen Planläufen geht das SAP-System davon aus, in einer beliebig großen Menge. Das SAP-System macht also keinen Unterschied, ob in der Beschaffung 10 oder 100.000 Stück eines Materials beschafft werden müssen. Ja, es wird hier einfach die Planlieferzeit zur Berechnung verwendet. Wir könnten auch noch eine Wareneingangsbearbeitungszeit pflegen. Ja, das ist die Zeit, die nach der Anlieferung der Waren verbraucht wird, bis sie eben im Lager verfügbar sind. Die sind bei unserem Material eben auf 0 gesetzt. Wir werden gleich auch sehen, ich öffne nochmal ein Material, das einen anderen Beschaffungstyp hat, dass dort entsprechend andere Daten gepflegt sind. Und im Rahmen der Analyse unserer Fallstudie, ja, ich werde wieder so ein Rekapitulationsvideos machen, da sehen Sie auch dann später die Auswirkung dieser verschiedenen Werte, die hier gepflegt sind. Das waren die für den Einkauf relevanten Daten auf der Werksebene. Ich navigiere nochmal zurück und jetzt schauen wir uns noch die Bewertungskreise an. Auf Ebene des Bewertungskreises ist hinterlegt, wie das Material in der Buchhaltung behandelt wird. Wir sehen hier, dass dieses Material für den Bewertungskreis Miami MI00 angelegt ist. Es hat eine Bewertungsklasse, das ist die 3100. Schauen wir uns hier auch mal an, was es sonst noch so gibt. Ja, außer den 3100 gibt es noch 2 weitere Bewertungsklassen. Die hier ausgewählte Bewertungsklasse ist die Bewertungsklasse für Handelswaren. Und ansonsten sehen wir in den Daten zum Bewertungskreis noch die Preissteuerung. Wir sehen hier, dass dieses Material mit einem Bestandspreis von 35 US-Dollar in unserem System gepflegt ist und dass die Preiseinheit für ein Stück dieses Materials gilt. Als Preissteuerung ist hier gleitender Durchschnittspreis ausgewählt. Neben dem gleitenden Durchschnittspreis gibt es noch den Standardpreis. Der Unterschied ist der, dass der Standardpreis, das ist der Preis des Materials für eine bestimmte Periode festgelegt. Bei einem gleitenden Durchschnittspreis ändert er sich abhängig von den Preisen für die Materialien, wenn wir sie beschaffen. Im Rahmen der Details zum Einkauf und Beschaffung werden wir auch noch ein Beispiel rechnen, wo Sie sehen, wie sich der gleitende Durchschnittspreis in Abhängigkeit von unterschiedlichen Beschaffungspreisen verändert. Somit haben wir jetzt eigentlich die wichtigsten Daten zum Produkt gesehen, die für den Einkauf relevant sind. Um Ihnen den Unterschied an den Dispositionsmerkmalen zu zeigen, wähle ich jetzt nochmal ein anderes Produkt aus. Dazu verwende ich wieder dieses Deluxe Touring Bike in Schwarz. Wir gehen auch hier auf die Werksebene und sehen, dass dieses Produkt nicht nur für ein Werk, sondern für mehrere Werke angelegt ist. Ich gehe hier jetzt zum Beispiel zu dem Werk in Dallas, das in Morgan dem produziert wird. Und wenn wir uns jetzt hier die Einkaufsdaten ansehen, dann sehen wir, dass dieses Material nicht für den Einkauf gepflegt ist. Wenn wir jetzt weitergehen zu den Dispositionsdaten und dort insbesondere zur Beschaffung, dann erkennen wir auch hier, dass ein anderer Beschaffungstyp gepflegt ist. Dieses Material hat beide Beschaffungsarten, das ist also fremd beschafft und eigengefertigt. Also das ist ein Material, das wir sowohl von dem Lieferanten beziehen können, als auch selbst produzieren. Da es sich bei dem Material jetzt um Material handelt, das selbst produziert wird, ist hier zum Beispiel auch eine Eigenfertigungszeit gepflegt. Das ist die Zeit, die in der Planung verwendet wird, um zu berechnen, wie lange es dauern würde, eine bestimmte Menge von diesem Material wieder zu produzieren. Im Rahmen vom Vertrieb hat man schon mal gesehen, dass diese Daten, die hier gepflegt sind, insbesondere auch relevant sind, um einen Liefervorschlag zu erarbeiten, zu berechnen. Ja, wenn ein Material nicht ausreichend verfügbar ist, dann wird zum Beispiel die Wiederbeschaffungszeit herangezogen. Wir werden außerdem sehen, ja, dass diese Zeiten auch insbesondere in der Materialbedarfsplanung eine Rolle spielen, wenn wir uns später die Produktion im Detail anschauen. So viel zu den beiden wichtigsten Stammdaten, den Lieferanten und den Produkten. Schauen wir uns jetzt noch die Stammdaten an, die eine Rolle spielen bei der Bezugsquellenermittlung. Für die Bezugsquellenermittlung können unterschiedliche Stammdaten relevant sein und auch existieren. Ja? Es gibt zum Beispiel Verträge, es gibt Quotierungen, auf die werde ich noch eingehen in Detailvideo zum Einkauf und der Beschaffung.
Außerdem gibt es einen Infosatz, den Einkaufsinfosatz, den hatte ich im Video, Einführungsvideo schon kurz erwähnt und den werden wir uns jetzt anschauen, weil den werden Sie auch im Rahmen des Praktikums sehen. Ich öffne jetzt hier den Einkaufsinfosatz zu einem Kettenschloss und Sie sehen direkt auf den ersten Blick die wichtigste Eigenschaft des Einkaufsinfosatzes. Der Einkaufsinfosatz bringt nämlich einen Lieferanten, in diesem Fall Spygear, zusammen mit einem Material, in diesem Fall das Kettenschloss. Und das ist genau die Eigenschaft des Einkaufsinfosatzes. Ja, der Einkaufsinfosatz stellt die Verbindung zwischen einem Material und einem Lieferanten her. Auf dieser Ebene können jetzt unterschiedliche Dinge erfasst werden. Zum Beispiel sehen wir hier die Lieferzeit oder auch die Bestellmenge, die verwendet wurde, als dieser Einkaufsinfosatz angelegt wurde. Können aber auch zum Beispiel Konditionen gepflegt werden oder auch Informationen über die Qualität von einem Material, das von diesem Lieferanten kommt, erfasst werden. Insbesondere sehen wir hier unten im Bereich Referenz, dass dieser Einkaufsinfosatz auf Basis von einem Einkaufsbeleg angelegt wurde. Ja? Dieser Einkaufsinfosatz wurde nicht manuell erstellt, sondern automatisch im Rahmen von einem Einkaufsprozess erzeugt. Damit haben wir alle wichtigen Stammdaten einmal gesehen und wir machen jetzt den Schwenk zu den Bewegungsdaten. Bevor wir uns die Bewegungsdaten im System anschauen, hier nochmal den Überblick über den erweiterten Einkaufsprozess bei Global Bike. Hier sehen Sie auch die wichtigsten Bewegungsdaten, die wir gleich sehen werden. Das ist die Bestellanforderung, das sind Angebote von dem Lieferanten, das ist die Bestellung und schlussendlich wird wieder ein Wareneingang gebucht, der natürlich durch einen Materialbeleg dokumentiert wird. Rechnung wird geprüft und eine Zahlung wird abgewickelt, die dann auch wieder durch einen entsprechenden Beleg dokumentiert wird. Was Sie jetzt sehen, ist ein Überblick über den erweiterten Einkaufsprozess bei Global Bike. Ja. Sie wissen, der besteht aus Anlegen einer Verstellanforderung, Ausschreibung und so weiter. Und wir sehen jetzt hier, welche Belege durch die verschiedenen Schritte angelegt werden. Zuerst wird eine Bestellanforderung angelegt. Ja, auf Basis dieser Bestellanforderungen dann ein oder mehrere Anfragen an Lieferanten. Die Lieferanten geben auf Basis dieser Anfragen Angebote ab und diese Angebote werden vom Einkauf bewertet und entweder abgelehnt oder angenommen, dann führen sie zu einer Bestellung. Wir sehen hier, dass diese ersten Prozessschritte alle nur Belege im Bereich Einkauf und Beschaffung, also im Anwendungsbereich der Materialwirtschaft erzeugen. Nachdem eine Bestellung an den Lieferanten versendet wurde, ist der nächste Prozessschritt dann der Wareneingang. Das ist der erste Prozessschritt, der jetzt auch wieder einen Beleg im Finanzwesen erzeugt. Das kennen Sie immer dann, wenn wir Warenbewegungen haben, Ein- oder Ausgang, dann haben wir auch direkt einen Beleg im Finanzwesen. Nachdem die Waren erhalten wurden, werden die Lieferantenrechnungen erfasst. Auch die legen wieder einen Beleg im Bereich Einkauf und Beschaffung und im Finanzwesen an. Und der letzte Schritt ist dann die Buchung des Zahlungsausgangs, die einen Beleg im Finanzwesen anlegt. Ich werde Ihnen jetzt einen kurzen Überblick darüber geben, wie so eine Bestellanforderung, Lieferantenanfrage, ein Angebot und eine Bestellung aussieht. Dann haben Sie diese Belege schon mal gesehen und können mit diesen Informationen die Fallstudien bearbeiten. Wechseln wir also wieder zurück ins SAP-System. Als erstes schauen wir uns die Bestellanforderungen an. Dafür verwenden wir die App Bestellanforderungen verwalten. Und wir nehmen diese Bestellanforderung. Die Bestellanforderung ist der Beleg, der dokumentiert, dass eine bestimmte Menge von einem Material beschafft werden soll. Also eine Bestellanforderung kann aus unterschiedlichen Prozessen resultieren. Die kann zum Beispiel aus der Materialbedarfsplanung resultieren oder diese Bestellanforderung habe ich manuell angelegt. Und man sieht hier, dass diese Bestellanforderung die Aufforderung an den Einkauf enthält, eine Menge von einem bestimmten Material zu besorgen. Die Bestellanforderung erhält noch nicht die Informationen über den Lieferanten. Der Lieferant wird erst im Rahmen der Lieferantenauswahl gewählt. In diesem Beispiel gab es für dieses Material keinen Lieferanten im System. Und wenn wir uns jetzt den Prozessablauf dazu anschauen, sehen wir, dass als nächstes eine Ausschreibung erstellt wurde, auf die dann verschiedene Lieferantenangebote erfasst wurden. Ja, wir sehen hier, dass eine Reihe von Lieferantenangeboten erfasst wurde. Schauen wir uns jetzt die Ausschreibung an.
Das hier ist die Ausschreibung, die auf Basis dieser Bestellanforderung erstellt wurde, mit dem Ziel, Lieferanten auszuwählen. Wir sehen hier, diese Ausschreibung enthält eine Position, genau das Material, das beschafft werden soll. Sie wurde an eine Reihe von Bietern versendet, ja, Unternehmen, die aufgefordert wurden, ein Angebot abzugeben, die in unserem System als Geschäftspartner hinterlegt sind. Und diese Unternehmen haben dann Angebote abgegeben. Diese Angebote wurden verglichen, diese beiden Angebote wurden abgelehnt und das untere Angebot wurde akzeptiert. Schauen wir uns jetzt dieses Angebot an. Dieses Angebot wurde von Spygear abgegeben auf unsere Ausschreibung, ja, und Spygear wollte eine bestimmte Menge des Materials liefern. Ja, die Angebotsmenge entspricht der Anforderungsmenge und hat die zu einem bestimmten Bestellpreis liefern können. Schauen wir uns den weiteren Prozessablauf an. Im Prozessablauf erkennen wir, dass auf Basis dieses Angebots eine Bestellung erzeugt wurde. Ja. Und das ist die zugehörige Bestellung. Das ist jetzt die Bestellung an unseren Lieferanten Spygear über eine bestimmte Menge, nämlich diese 200 Stück eines bestimmten Materials. Und wie wir das auch im Vertrieb kennen, werden natürlich bei dem Durchführen des Prozesses immer auch Informationen aus den vorgelagerten Belegen übernommen. Das werden Sie im Rahmen des Praktikums sehen. Damit haben Sie jetzt gesehen, die Stamm- und Bewegungsdaten im Bereich Einkauf und Beschaffung und haben die Basis, um die Fallstudie zu bearbeiten. Sticker auf dem Laptop. Verdächtig.